hat Josef II. Den Prater, der bis dahin kaiserliches Jagdgebiet war, für die Öffentlichkeit freigegeben. Darauf angesprochen, dass er sich ab nun auch hier unter das Volk mischen müsste, meinte er, wenn ich nur unter meinesgleichen wandeln wollte, dann könnte ich mich nur in der Kaisergruft aufhalten. Wenn wir hier vor dieser kleinen Autobahn stehen, würde ich sagen, es gibt ganz einfach im Prater immer noch einzelne Dinge, die sehr individuell sind, die es einmal gibt und nirgends anders auf der Welt in der Form. Und das, finde ich, ist das Schöne dran. Fahrgeschäfte wie dieses hier haben im Prater auch schon historische Vorgänger. 1899 hat es bereits die erste Wasserrutsche hier gegeben. Allerdings war das damals offensichtlich noch keine so sichere Sache. In einem Zeitungsartikel aus der Zeit steht, dass für ins Wasser gefallene Gäste Reservekostüme bereitgehalten wurden. Der Vergnügungspark im Prater, der wird ja von den Wienern als Wurstelprater bezeichnet. Und hier haben wir die Auflösung, warum dem so ist. Es hat von Anfang an im Prater hier sehr viele Kasperltheater gegeben. Und Kasperltheater sind im Wienerischen auch Wurstelltheater. Hier im Pratermuseum sind über 600 Objekte, die mit der Geschichte des Wiener Praters zu tun haben, mit vielen Bildern, aber auch mit originalen 3D-Objekten. Die erste elektrische Grottenbahn Europas ist im Wiener Prater gefahren. Das ist hier der Lindwurm aus der ehemaligen Lindwurm-Grottenbahn. Er trägt einen Blumenkranz, was natürlich gar nicht dazu passt, aber sein ehemaliger Besitzer hat offensichtlich gefunden, das muss sein. Der Prater war immer ein Ort, wo technische Entwicklungen ausprobiert worden sind und insofern ist eben 1897 als neueste Sensation das Riesenrad aufgestellt worden. Es gab damals schon Riesenräder in Chicago und London, allerdings ist das Wiener Riesenrad das einzige Riesenrad, das bis heute steht. Ursprünglich war natürlich nur der Stephansdom Wiener Wahrzeichen, dann kam aber das Riesenrad dazu und offensichtlich hat das etwas an sich, was das Spielerische im Wiener anspricht und es wurde bald als Wahrzeichen akzeptiert, erst recht, als es dann nach dem Zweiten Weltkrieg auch wieder in Betrieb genommen werden konnte. Unmittelbar nach der Öffnung des Praters gab es bereits geschäftstüchtige Wirte, die kleine Imbissbuden eröffnen wollten. Und daraus sind die Gasthäuser des Praters geworden. Eins der berühmtesten ist seit 1868 das Schweizer Haus. Die Familie Kollerich hat hier vor allem die Bierkultur institutionalisiert. Man hat dann verschiedene Produkte ausprobiert. Jetzt ist aber schon seit vielen Jahrzehnten die Stelze das wesentlichste Produkt, das hier serviert wird. Ich habe das Gefühl, das ist eine Konstante, die durch die Jahrhunderte mittlerweile durchführt, dass eben zum Prater auch die Gastronomie, die gute Gastronomie dazugehört, die für die Wiener sowieso was Wichtiges ist.